Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ja, ich freue mich wie immer, wie jeden ersten Montag in der Regel im Monat Sie herzlich hier begrüßen zu dürfen zu dem Webinar Marktausblick und Live Trading mit Mario Lüdemann. Wir hatten ja schon einen ganz guten Start in diesem Jahr und wollen wir dann gleich auch mit Mario uns anschauen, wie was die Märkte so hergeben. Vorher möchte ich doch mal auf unsere Webinarreihe für 2017 hinweisen. Wer sich noch nicht angemeldet hat oder wer interessiert ist, kann gerne bei uns auf der Webseite weitere Informationen einholen. Wir werden mit 10 Experten 10 Webinare halten in den nächsten 10 Monaten. Und Sie sehen auch hier schon bei uns auf der Webseite. Übrigens gilt das nicht nur für FX Flat, sondern auch für Cap Trader. Und klicken Sie hier auf Jetzt anmelden, dann erhalten Sie weitere Informationen. Sie sehen, welche Experten wir eingeladen haben. Selbstverständlich auch Mario Lüdemann ist auch dabei. Dann haben wir Mick Nauf, Johann Goldberg, Norman Welz, Dirk Müller und Sandra Navidi unter anderem. Hier sehen Sie auch, welche Themen besprochen werden. Eine kurze Zusammenfassung auch über die Referenten, falls Sie den einen oder anderen doch nicht kennen. Und können dann hier oben, wenn Sie weitere Informationen brauchen oder erhalten möchten, können Sie hier dieses Formular ausfüllen. Wir werden uns dann bei Ihnen melden. Und ansonsten, wenn Sie interessiert sind, können Sie sehr gerne sich hier unten anmelden. Wir haben zurzeit eine Kundenaktion, selbstverständlich auch für Neukunden. Das heißt, wenn Sie teilnehmen möchten, auch an der kompletten Reihe, dann erhalten Sie als Kunde oder Neukunde entsprechend 100% Rabatt. Das Gesamtpaket hat einen Wert von 900 € und das können Sie entsprechend hier eintragen. Wenn Sie interessiert sind und aber sich jetzt schon anmelden möchten und im Nachhinein ein Live-Konto eröffnen möchten, können Sie sich natürlich auch gerne vorher bei uns melden. Ja? Den Link werde ich gleich nochmal in den Chat kopieren, falls Sie da Interesse haben. Und zum Zweiten möchte ich auf den Vortrag von Mario hinweisen. Ich denke mal, der wird selber auch nochmal ein paar Worte darüber verlieren. Aber seit heute hat er die IB Days angefangen und wir werden in Person von Mario vertreten sein. Da sein Vortrag wird am Donnerstag sein um 9 Uhr. Sie sehen hier auch ein kurzer Inhalt und aber wie gesagt, da glaube ich, wird Mario noch was dazu sagen. Und somit habe ich auch die Brücke geschlagen zu Mario, werde jetzt auch den Bildschirm übertragen und sage an der Stelle natürlich auch schönen guten Abend, Mario. Ja, vielen Dank, Nelson. Ein Grüße alle heute mit dabei zu sein. Ich möchte mich im Vorfeld schon entschuldigen für meine Stimme. Ich habe mir am Wochenende eine Erkältung eingefangen und ich hoffe aber, dass das Ganze funktioniert. Ich hoffe jetzt auch, dass der richtige Bildschirm übertragen wird. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach ohne große Vorreden. Und wenn Fragen sind, wie immer, immer gerne in den Chat schreiben. Wir werden sie dann am Ende beantworten, beziehungsweise wenn es was Wichtiges ist, Nelson, sicherlich zwischendurch kurz die Frage stellen. Ansonsten habt Sie oder ihr die Möglichkeit, am Ende die Fragen zu stellen. Genau. Okay, dann starten wir einfach. Ist der Wochenausblick für die 10. Kalenderwoche. Normalerweise mache ich ja jeden Montag ein Video zum Thema, aber im ersten Montag des Monats machen wir dann immer den großen Marktausblick zusammen mit CapTrader und FX Flat. Ist schon eine gute Gewohnheit geworden. Seit einem Jahr machen wir das jetzt zusammen und freue mich dann jetzt auf die kommende Stunde. Erst wie immer die wichtigsten Termine und da haben wir am Mittwoch um 16:30 Uhr die Erdöllagerbestände. Am Donnerstag, und das hat Nelson gerade schon nett anmoderiert, sind die IB Days mit mir vertreten zum Thema News Trading. Es wird hier darum gehen, wie man News handeln kann, und zwar zum einen Intraday, was man ja auf Minute, 5 Minuten ganz gut machen kann, aber auch Schwerpunkt wird die Stunde sein, weil auch hier kann man News wirklich im Nachgang sehr gut handeln. Möchte hier mal einen Einblick verschaffen zu dem, wie wir das auch in den Workshops und Coachings
Coachings machen, wie man dort wirklich auf Stundenbasis, auch wenn man jetzt zum Beispiel nicht, wenn die News kommt, vorm Rechner sitzt, diese dann auch noch Stunden später beziehungsweise am Tag später handeln kann und dadurch überdurchschnittlich hohe Ergebnisse erzielt, meistens sogar höhere als die, die das Ganze intraday handeln. Das schon mal so als kurzer Ausblick morgens um 9 Uhr. 13.45 Uhr kann man dann das Ganze gleich versuchen umzusetzen. Da ist nämlich der Zinsentscheid der EZB und um 14.30 Uhr die Pressekonferenz. Aus meiner Sicht ist es häufig so, dass die Daten oder die Bewegungen nach der Pressekonferenz viel einfacher zu handeln sind als der Zinsentscheid selber, weil hier ist ja im Vorfeld meistens schon klar, was hier passiert. Bei der Pressekonferenz kommt es häufig darauf an, was gesagt wird. Und das kann man wirklich sehr, sehr gut handeln. Und deswegen dazu vielleicht auf meiner Webseite gibt es in der Videothek auch zwei Videos dazu, wie man das Ganze intraday nutzen kann. Zeige ich gleich auch nochmal, wie ihr dort in die Videothek kommt. Und dann noch am Freitag am 10.3. um 14.30 Uhr sicherlich nochmal ein ganz wichtiger Termin, und zwar die Arbeitslosenquote für die USA. Okay, das hierzu, und dann denke ich, kommen wir auch gleich zu den wichtigen Dingen. Wie gesagt, wer die Videos noch sehen möchte, wie man intraday handeln möchte und jetzt nicht vielleicht am Donnerstagmorgen mit dabei ist, man kann bei mir einfach unter lüdemann-coaching.de hier unter Videos und Newsletter, wer noch keinen Zugang hat, sich einfach anmelden, und dann findet man hier unter Videos dann zum Beispiel auch die News Trading Videos. Wenn man hier heruntergeht, da habe ich dann die aktuellen Videos zum Thema hochprofitables Trading und wie man bei extremer Vola handeln kann. Okay, und dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns jetzt die Märkte gemeinsam an. Starten möchte ich wie immer mit dem FDAX, und dann gehen wir auf die amerikanischen Märkte. Wir haben endlich, ich sage jetzt extra endlich, mal ein bisschen Korrektur im Markt, sodass wir die Chance haben, hier wieder langsam in die Märkte hineinzukommen, dass man aus der Korrektur heraus den einen oder anderen Trade jetzt vielleicht machen kann. Wir haben hier eine sehr schöne Aufwärtsrally gesehen seit der Trump-Wahl. Es geht der Markt eigentlich nur noch eine Richtung, und zwar nach oben. Und wir haben seitdem schon mehrfach den großen Marktausblick gemacht. Ich werde auch gleich noch auf einzelne Werte kurz zu sprechen kommen, die wir auch beim letzten Mal vorgestellt haben. Und die haben sich zum großen Teil wirklich sehr, sehr stark entwickelt. Das heißt, wir sehen gerade also im deutschen, aber insbesondere im US-amerikanischen Markt sehr, sehr starke Aufwärtsbewegungen, und die kann man natürlich sehr, sehr gut einfangen, egal ob intraday oder auch auf Tagstunde. Wie geht es jetzt weiter? Ich denke, die Korrektur ist gut, so wie sie jetzt ist. Wir sehen keine starke Korrektur. Der Rückgang ist momentan nicht mal 2% im DAX. Natürlich ist der ein oder andere Wert davon ein bisschen stärker betroffen. Aber wenn wir uns das Ganze zum Beispiel auf der Stunde ansehen, die Korrektur, da sehen wir auch, dass diese momentan hier mustergültig verläuft. Das heißt, wir sehen hier sehr schön, wie der Markt hier sauber nach unten korrigiert. Und solange dieses Muster anhält, gibt es auch noch keinen Grund, hier jetzt zu sagen, okay, ich muss jetzt vorschnell in den Markt einsteigen. Ich nutze die Zeit jetzt einfach und lasse den Markt erstmal langsam zurückkommen, um dann versuchen, in den Markt wieder einzusteigen mit Positionen, die jetzt in der Zeit dann auch korrigiert haben. Gute Levels für den Einstieg oder für den Rückgang sind natürlich der Bereich 11.800, 11.900 Punkte. Wir waren heute unten schon fast an dieser Marke dran. Ich denke, das ist so der erste Bereich, wo es sich lohnt, nach neuen Positionen Ausschau zu halten. Ich greife ja sehr ungern einfach blind so in diesen Markt hinein. Ich warte immer darauf, dass der Markt hier erstmal stehen bleibt und dann eine neue Aufwärtstendenz sich entwickelt. Zeichne ich jetzt einfach mal in grün weiter, wie ich mir das vorstelle, wie ich da gerne in den Markt hineinkommen möchte. Das heißt, also, wenn der Markt hier jetzt vielleicht nochmal so in diesen Bereich hineinstoßen würde, das wäre natürlich super. Und wenn sich dann hier ein neuer Trend entwickelt, wäre das für mich dann so das ideale Bild hier, dann wieder in den Markt zum Beispiel auf Stundenbasis oder auch intraday einzusteigen. Kommen wir zum S&P-Future. Auch hier sieht das Bild ähnlich aus. Auch hier sehen wir eine Korrektur seit Donnerstag letzter Woche, nachdem wir hier doch einen sehr starken Aufwärtsimpuls gehabt haben. Die letzte Bewegung war sehr, sehr stark gewesen. Wir haben hier keine wirkliche
Korrektur gesehen. Im gesamten Februar ging es eigentlich nur bergauf und das sehen wir auch gleich, wenn wir zum Beispiel in die Einzelwerte gehen. Also gerade die Werte, die wir in den letzten Wochen immer wieder vorgestellt haben, hier im großen Marktausblick, aber auch in meinem Wochenausblick, sind durch die Bank recht stark gelaufen. Natürlich war der ein oder andere Titel dabei, der nicht durchgestartet ist, aber wir haben sehr viele Werte gehabt, gerade so Aktien wie Apple und Adobe, die wirklich wahnsinnig stark nach oben gelaufen sind, wo wir auch eine wirklich gute Outperformance herausholen konnten. Jetzt, wie gesagt, macht der Markt so die ersten Anzeichen einer Korrektur, aber auch hier, ehrlich gesagt, vom Hoch bis jetzt gerade mal 2%, also alles sehr gesund. Vollkommen gesund wäre auch ein Rücklauf, der wirklich bis in den Bereich von 2300 heruntergeht. Ich bin gar nicht mal sicher, dass der Markt wirklich bis hierhin läuft, weil er einfach so stark momentan ist. Aber das, wie gesagt, wäre vollkommen normal. Und solange hier unten der untere Bereich hier nicht gebrochen wird bei 2250, 2260 im S&P, würde ich mir auch keine Gedanken machen, denn bis dahin, und das können wir hier ganz gut sehen, ist der Aufwärtstrend intakt. Wir haben die gesamte Zeit, und das ist ja für uns markttechnische Händler extremst wichtig, die gesamte Zeit steigende Hochpunkte gesehen und auch gleichzeitig steigende Tiefpunkte. Und das ist ja immer das, worum es auch im Trading geht. Das ist auch der Grund, warum sowohl die Weihnachtsrallye oder das letzte Quartal sehr stark gelaufen ist. Wir haben da ja auch im Bereich der Handelsstrategien das ein oder andere, was wir zeigen dort, wie man diese ganzen starken Bewegungen mitnehmen kann. Auch hier diese starke Bewegung, die wir hier gesehen haben, konnte man wirklich sehr gut einfangen. Und da kann ich immer nur alle zu einladen, schaut euch wirklich die Charts regelmäßig an, weil solange wir solche Trends haben, wo wir immer sehen, dass wir hier steigende Hochpunkte in dem Markt haben und auch steigende Tiefs, haben wir eigentlich einen idealen Markt. Dazu kommt, dass Aktienmärkte in der Regel nicht dazu tendieren, sehr große Korrekturen zu machen. Und wir sehen ja auch hier jetzt, wenn wir uns die letzte Bewegung nochmal nach oben anschauen, von Ende Januar bis jetzt, der Markt ist hier wirklich sehr, sehr stark gelaufen. Und wenn wir gleich auf die Einzeltitel gehen, werden wir auch sehen, wie sich das Ganze in den einzelnen Märkten dann ausgewirkt hat. Wenn wir auf die Korrektur schauen, dafür gehe ich dann jetzt nochmal in den Stundenchart, da sieht man im Endeffekt dasselbe Bild, wie wir das auch gerade im DAX gesehen haben, dass der Markt hier doch sehr mustergültig läuft. Das heißt, wir sehen auch hier eine schöne Bewegung nach unten, die auch hier sehr sauber verläuft. Und jetzt ist halt die Frage, wie weit geht es jetzt bergab? Wie gesagt, ich antizipiere sowas nicht. Ich warte hier einfach, wie lange läuft der Markt herunter. Und sobald dann ein neuer Trend entsteht, das ist das, was für mich dann wieder wichtig ist. Also im Idealfall, ich zeichne es hier auch nochmal ein, also wenn der Markt hier jetzt noch so ein Stück hier herunterkommt, so, und wenn er jetzt zum Beispiel dann sagt, okay, jetzt möchte ich wieder nach oben laufen, zeichne ich jetzt in grün, so, dann ist das für mich halt ein ideales Bild, um dann wieder in die Märkte hineinzugehen. Ihr könnt hier also sehen, das Bild sieht vom Grundsätzlichen aus eigentlich immer gleich. Natürlich tut uns der Markt nicht in 100% der Fälle den Gefallen, dass es immer so aussieht, dass wir hier so einen schönen Trend haben, der sich dann so sauber umkehrt. Aber es passiert halt sehr, sehr häufig. Also in den allermeisten Fällen bekommen wir halt diese schönen Umkehren, dass wir in den Markt sehr sauber einsteigen können. Und dann braucht man eigentlich nur noch für sich selber klar zu machen, möchte ich das Ganze lieber im Index machen oder mache ich es lieber in einer Aktie. Über die Vor- und Nachteile habe ich ja auch schon das ein oder andere Video gemacht, Index versus Aktienhandel, um einfach mal sowas gegenüberzustellen, um das mal mit zwei Sätzen zu sagen, wenn man sich überlegt, so ein Index macht im Jahr eine durchschnittliche Performance von ungefähr 6-8%. Und wenn wir uns einzelne Aktien anschauen, werden wir sehen, die machen das in einem Bruchteil der Zeit. Also auch, wir brauchen da gar nicht weit gleich zu gehen. Man sieht dann gleich wirklich auch im Nasdaq, wir haben Aktien, die haben diese 6-8% in den letzten 4 Wochen gemacht. Also kann man sich vorstellen, was da für eine Performance möglich ist. Wir haben ja auch bei uns im Depot von Handelsstrategien zum Beispiel eine Aktie von Adidas, die habe ich letztes Jahr aufgenommen, die hat bis jetzt ja über 70% Performance gemacht. Also das ist sehr, sehr
sehr einfach im Endeffekt das Ganze umzusetzen. Die ist auch die gesamte Zeit im Depot gewesen. Das wissen auch alle die, die das Thema Handelsstrategien, also das Coaching-Modul Handelsstrategien mitmachen bei mir. Solche Performance kann man einfach erreichen, wenn man einfach einen guten Einstieg findet und dann einfach Trades auch mal laufen lässt. Weil es ist immer so, häufig begrenzen wir unsere Gewinne dadurch, dass wir natürlich Gewinnmitnahmen machen. Das macht auch Intraday in vielen Fällen Sinn, aber auf den größeren Zeiteinheiten, Stunde oder Tag oder wenn man sogar noch auf größeren Zeiteinheiten wie Woche unterwegs ist, sieht die Sache einfach anders aus. Es ist einfach viel, viel besser, Gewinne laufen zu lassen und dann bekommt man auch eben diese Runner. Okay, dann kommen wir noch auf den Nasdaq-Index. Starten wir auch hier erst einmal im Tagesausblick. Auch hier sehr schön zu sehen, wie sauber der Markt hier im Endeffekt nach oben läuft. Auch hier das gleiche Bild. Wir haben die ganze Zeit steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte im Chart. Der Markt ist noch stärker gelaufen als der S&P, kann man hier wirklich sehr schön sehen. Auch hier die ganzen steigenden Hochpunkte, die wir hatten und auch hier die letzte Bewegung. Selbst wenn wir hier sagen, okay, ich hatte dazwischen vielleicht nochmal eine kleine Korrektur gegeben, die können wir hier auch gerne noch mit einzeichnen. So, hier und dann gab es hier nochmal ein neues Hoch. Das heißt, hier gab es auch die Korrektur, die wir hier gesehen haben, gab es auch wirklich nur auf der zeitlichen Ebene, also nicht im Preis, weil das sehen wir ja schon, die Bewegung hier nach unten war wirklich marginal. Wir sprechen hier wirklich von 1%, wo der Markt hier über 3-4 Tage seitwärts gelaufen ist und hat anschließend gleich wieder ein neues Hoch gemacht. Also auch hier sieht man, wie viel Stärke der Markt hat und hier im Gegensatz zum S&P, der ja gut 2% jetzt zurückgekommen ist, hier sind wir wirklich fast oben an der Spitze. Wir kommen hier ein bisschen zurück, aber eigentlich nicht signifikant und das Ganze sehen wir dann auch, wenn wir jetzt zum Beispiel in den Stundenchart weitergehen, dass es hier keine großen Bewegungen nach unten gegeben hat. So, jetzt frage ich mich nur, warum das so nicht, warum ich die Stunde hier nicht bekomme. Okay, müssen wir es von Hand machen hier. Okay, schauen wir uns die Stunde hier an. Auch die verläuft hier sehr sauber und es gibt jetzt keinen Grund, momentan seit 2 Tagen eine neue Position auf der Short-Seite aufzumachen. Also eigentlich seit Donnerstag letzter Woche gibt es keinen Grund. Wir waren ja letzte Woche in Lohr gewesen, haben hier uns hauptsächlich mit dem Thema Tag-Stunden-Handel auch beschäftigt und auch für alle die, die da waren, also jetzt nochmal wieder dran denken, Gas rausnehmen, warten, bis der Markt hier auskorrigiert hat und dann wieder, wie besprochen, versuchen in die Märkte hineinzukommen, also so wie es gerade auch schon im FDAX oder auch im S&P gezeigt hat. Ähnliches gilt jetzt hier auch für den Nasdaq-Index. So, dann kommen wir noch zu einzelnen Werten, die wir beim letzten Mal besprochen haben, bevor wir uns dann jetzt mit neuen Werten beschäftigen. Also zum einen die Adidas-Aktie, die ich gerade schon angesprochen habe. Das ist eine Position, die wir schon seit Anfang letzten Jahres im Depot haben. Das heißt also, hier kann man wirklich sehen, es hat sich schon richtig Performance aufgebaut. Die haben wir schon seit Januar letzten Jahres im Depot. Ich gehe dafür sogar mal in den Wochenchart, damit wir das vielleicht besser sehen können. Anfang Januar muss ich sogar noch paar Tage dazu nehmen, damit wir das sehen können, was wir hier an Performance haben. Zeit zurück, machen wir einfach mal 500, dann passt es. So, und da sind wir Anfang letzten Jahres eingestiegen und wenn wir uns dann anschauen, performancemäßig, was wirklich zu schaffen ist, wenn man kontinuierlich im Markt ist, dann sehen wir wirklich, wir haben hier eine sehr, sehr starke Performance. Ja, hier ist, kann ich ja nur, wo ist ja nur, da, ändert jetzt nicht viel, wir sind auf jeden Fall ja, bei 80% etwa. Also ich möchte euch nur zeigen, wie wichtig es ist. Es hat jetzt nicht mit Screening mehr zu tun, sondern es geht jetzt einfach hier in dem Bereich nur noch darum, wie wichtig es ist, einfach Positionen laufen zu lassen. Und ich möchte euch wirklich für dieses Thema sensibilisieren, weil die meisten Trader klagen häufig darüber, dass ihre Trefferquoten nicht so extrem hoch sind. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Das ist am Anfang auch meistens sehr, sehr schwierig. Nur wenn wir unsere Gewinne nicht laufen lassen, dann haben wir natürlich wirklich das Problem, dass wir, wenn wir nur Trefferquoten haben, vielleicht von 40-45%, wie wir damit umgehen sollen. Und wir brauchen dafür einfach Gewinne, die viel, viel größer sind als unser durchschnittlicher Verlust. Also sie sollten mindestens doppelt so groß sein. Idealerweise wäre es immer schön, wenn wir ein, zwei Werte haben, die dann aber auch ein Vielfaches von diesen
CRV haben oder die auch mal 10, 15, 20% Performance bringen, so wie die in den letzten Wochen immer wieder vorgestellten Aktien wie eine Deutsche Bank, die wir hier hatten, oder eine Bank of America, die fast 30% gebracht hat. Also das sind einfach so Titel, wo wir einfach drauf schauen müssen. Beim letzten Mal besprochen hatten wir unter anderem dann auch hier die Aktie von Apple. Und hier haben wir sie vorgestellt gehabt beim großen Marktausblick vor 4 Wochen. Und wenn wir uns anschauen, wie die Aktie sich seitdem entwickelt hat, auch hier sehr, sehr stark nach oben gelaufen, hier gut 7%. Man konnte auch hier recht einfach hereinkommen. Beim letzten Mal wurde gefragt, wie kann man zum Beispiel in so eine Aktie einsteigen? Und ich möchte das hier gerne mal zeigen am Beispiel von Apple, damit man das auch mal sehen kann. Wir haben hier ein Gap gehabt. Und diese Gaps entstehen halt sehr häufig aufgrund von Zahlen, Nachrichten, Fakten, die einfach in den Markt hineinkommen. Und diese Gaps können natürlich positiv sein, also nach oben gehen. Sie können aber auch genau umgekehrt sein. Das spielt aber eigentlich gar nicht so die große Rolle, ob das jetzt ein Aufwärtsgap ist oder ein Abwärtsgap, wenn wir nicht drinnen sind in der Position. Natürlich für die, die jetzt long in Apple drinnen sind, ist natürlich ein Aufwärtsgap wesentlich angenehmer. Ich weiß vorher auch nicht, wann Gaps entstehen und ich weiß auch nicht, in welche Richtung. Wobei, wenn ich sage, ich weiß nicht, wann Gaps entstehen, stimmt das natürlich nicht. Man kann sich auf Gaps sehr gut vorbereiten, indem man nämlich einfach im Terminkalender schaut, welches Unternehmen hat denn jetzt Quartalszahlen. Also das ist auch etwas, was in die typische Handelsvorbereitung gehört für einen Trader. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, dass man einfach schaut, okay, was ist denn jetzt überhaupt wichtig, wie muss ich mich vorbereiten. Aber das soll ja jetzt gar nicht Thema sein. Wir wollten uns ja einfach jetzt mal anschauen, wie man in einen solchen Trade hineinkommt. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Hier haben gesehen, wir haben hier ein Gap gehabt, der Markt ist hier zurückgekommen und dann kann man hier wirklich sehr, sehr einfach versuchen, in einen solchen Trade hineinzukommen, indem man zum Beispiel sagt, okay, nach einer Korrektur lässt man sich vielleicht am Hoch einstoppen oder man lässt sich alternativ in den Rücklauf einstoppen. Das sind ja immer mehrere Möglichkeiten, die man so hat. Wir hatten hier ja die Korrektur gesehen und muss man natürlich für sich selber mal entscheiden, okay, was ist denn jetzt so mein Handelsplan. Auch zu dem Thema Handelsplan haben wir ja vor 14 Tagen auch ein Webinar hier zusammen mit FX Flat und CapTrader gemacht und auch das findet ihr in meiner Videothek selbstverständlich. Das ist wichtig, was habt ihr für einen Handelsplan? Aber nehmen wir an, ihr hättet einen ganz normalen, hättet gesagt, okay, egal ob jetzt Rücklauf und ihr werdet hier unten irgendwo reingekommen oder ihr werdet vielleicht auch am Hoch reingekommen, spielt gar keine Rolle. Aber wenn wir uns dann anschauen, was ist denn danach passiert, oder kann man wirklich sehr gut sehen, dass so trendstarke Aktien eigentlich immer sehr gleich verlaufen. Denn wenn wir sehen, wie die Aktie hochläuft, wir brauchen eigentlich immer nur unsere Stops dann unter die Tiefs nachzuziehen und das ist dann sehr, sehr einfach hier zu agieren. Wir bleiben einfach so lange im Stundenchart drin in einem solchen Trade, bis der Markt uns rausholt. Wir brauchen uns im Endeffekt vorher keine Gedanken darüber zu machen, wann will ich denn hier aus einem solchen Trade aussteigen, sondern ich bleibe einfach so lange in diesem Trade drinnen, gerade wenn ich auf Stundenbasis agiere, bis mich der Markt hier einfach herausholt. Und wir sehen ja, der Markt zieht hier langsam seine Bahnen und wie und wann wir dann jetzt rausgeholt werden, ist eigentlich für den Trader kein Ding, denn ich bin sowieso ein großer Freund davon, sich keine Gedanken darüber zu machen, wie der Trade jetzt weiterläuft. Das heißt, wenn ich in einen Trade einsteige, dann ist es für mich so, dass ich sage, sobald ich eingestoppt bin und kontrolliert habe, ob mein Risk stimmt. Normalerweise stimmt es, weil es automatisiert läuft, aber ansonsten schaue ich immer noch einmal kurz nach, ob alles in Ordnung ist und dann lasse ich den Trade, gerade wenn ich auf Tag oder auf Stunde agiere, einfach laufen. Das heißt, ich schaue einmal am Tag nach den Trades, das dauert ungefähr 5 Minuten und dann ist die Sache vorbei. Ihr müsst euch einfach überlegen, wenn ihr das einmal am Tag macht, es ist emotional viel, viel einfacher damit umzugehen, als alle Stunde oder alle 30 Minuten sich anzuschauen, was hier passiert. Das ist auch ein wichtiges Thema, wo viele Trader sehr viel Geld verlieren, weil sie viel zu dicht am Markt sind und dann natürlich auch sehr häufig nervös werden. So, und dann sieht man hier, wird man dann einfach rausgestoppt aus dem Trade und es ist dann auch egal, ob der Markt dann jetzt anschließend weiter nach oben läuft oder nicht. Aber man hat hier dann einen schönen Gewinn mitgenommen und freut sich dann darauf, dass man wieder Kapital für den nächsten Trade hat, der dann dynamisch weiterlaufen kann.
Okay, gucken wir uns vielleicht noch zwei weitere Aktien an, die wir besprochen hatten. Auch hier sehr schön zu sehen. Ich möchte jetzt nur, also nicht jeden einzelnen Titel so in der Tiefe besprechen. Mir geht es nur darum, dass ihr versteht, wie man in solche Trades auch hineinkommen kann, weil das ist ja ganz wichtig, dass man nicht nur weiß, welche Werte sind interessant, sondern auch, wie kann man das Ganze im Trading umsetzen. Und wenn ihr einfach mehr lernen möchtet, wie ihr das Ganze intraday umsetzen könnt, dann könnt ihr das natürlich auch lernen über meine fünftägigen Theorie- und Praxis-Workshops, wie zum Beispiel im April, mehr dazu auf meiner Website. So, jetzt hier Adobe, wie kommt man da rein? Auch hier haben wir es besprochen, der Markt läuft hier zurück und was macht der Markt im Anschluss? Läuft erstmal 6% nach oben. Auch das ein typisches Bild und was ihr hier sehen könnt, der Markt hat jetzt vor 3 Tagen ein neues Hoch gemacht und korrigiert wieder nur seitwärts. Das heißt, er kommt hier gar nicht so stark zurück wie der Index und das ist eben der Punkt. Also die Aktie, wenn ihr das gut macht, dieses Screening, das ist natürlich ein wichtiger Teil, dass man beim Screening genau darauf achtet, welche Werte will ich denn überhaupt mit in den Prozess hineinnehmen, welche sind wirklich dynamisch, welche sind stärker als der Markt, welche Kriterien setze ich an innerhalb meines Handelsplans, damit ich die richtigen Aktien finde. Nur dann sehen wir wirklich, sie sind sehr, sehr trendstark, wir sehen hier keine großen Korrekturen, auch hier sehr schön zu sehen, wenn wir uns hier die Bewegungen anschauen. Kurze Korrektur, starke Bewegung, kurze Korrektur, starke Bewegung, kurze Korrektur. So, das heißt also, ich suche im Screening immer die Werte raus, die genau dieses Trendverhalten an den Markt legen. Alles andere blende ich aus, handle ich nicht. Wir haben im Screening letztes Wochenende, als wir in Lohr waren, haben wir uns über 400 Werte angeschaut. Und auch da könnt ihr euch vorstellen, wir haben beim ersten Durchgehen sehr, sehr viele Werte gefunden, das ist eigentlich fast immer so. Und dann sage ich immer, okay, und jetzt versuchen wir wirklich nur die Besten rauszusuchen, also wirklich nur die, die stark nach oben laufen, kurz korrigieren und dann stark nach oben laufen. Und dann bekommt man plötzlich nur noch einen geringen Anteil an Trades und das ist eigentlich so der wichtige Punkt, dass man dann wirklich nur noch die Top 10, 20 Werte hat und die performen dann so wie die Werte, die jetzt hier vorgestellt sind. Und ich habe hier gar nichts groß aussuchen, das sind nämlich alles die ersten 3 Werte, die man über die man fällt, wenn man den Nasdaq-Index aufmacht. Und das sind die, die ich auch vorgestellt habe, weil wir kommen hier kaum darüber, mehr Werte zu zeigen, weil die einfach so gut sind, wenn man hier schaut nach den Kriterien, die ich immer anlege. Und auch hier sehr schön zu sehen, seitdem wir es letztes Mal besprochen haben, hier von 75 schön hochgelaufen, 10% Performance im Vergleich zum Index, eine richtige Outperformance. Kann man in diese Werte jetzt noch einsteigen? Ja, wenn sie aus der Korrektur herauskommen, genau wie hier auch. Ich habe es ja gerade schon gezeigt, also wichtig für mich ist immer, dass Aktien dann entsprechend aus der Korrektur herauskommen. Bevor wir uns jetzt die neuen Werte anschauen, die vielleicht interessant sein können für uns, muss ich mal einmal kurz unterbrechen, weil ich einmal kurz was trinken muss. Kleinen Moment bitte. So, bin wieder da. Dann schauen wir jetzt einfach mal, was gibt es noch für Werte. Wir haben jetzt zum Beispiel Autodesk, auch hier sehr schön zu sehen. Die Aktie ist sehr stark gelaufen. Macht jetzt auch eine schöne Korrektur, das heißt also auch hier könnte man überlegen, ob man in einen solchen Wert hineingeht. Ich sage es mal gleich so, also ich finde es schön, dass die Aktie endlich korrigiert, auch ein bisschen stärker korrigiert, aber für mich persönlich wäre das schon wieder viel zu weit. Technisch gesehen ist es natürlich hier alles in Ordnung. Das heißt, also wenn wir ganz normale markttechnische Maßstäbe anlegen und wir einfach mal schauen, haben wir hier steigende Hochpunkte und steigende Tiefpunkte, dann können wir sagen, sicherlich, das ist hier in Ordnung. Wir sehen, der Markt läuft hier hoch, so wunderbar. Und jetzt sehen wir aber, dass der Markt hier doch recht stark zurückkommt im Verhältnis. Und das hat der Markt hier auch schon etwas öfter gemacht. Und das sind so Dinge, die gefallen mir nicht so wirklich gut. Und ja, wir haben steigende Hochs, wir haben steigende Tiefs. Auch mein Screener hat die Aktie rausgesucht. Aber ich werde auch immer wieder gefragt, für alle, die den Screener haben, wie kann man es da nochmal differenzieren? Weil wir haben jetzt hier auch 20 Werte, die hier angezeigt werden. Und wir wollen ja eigentlich nur 10 vielleicht haben. Schaut einfach mal nur danach, dass ihr wirklich danach schaut, Aktien mit starker Bewegung und möglichst geringen Korrekturen und dann versuchen, in den entsprechenden Trade einzusteigen. Wir schauen einfach mal, ob wir einen Wert finden, wo die Korrekturen kleiner sind und da finden wir auch sofort einen der Dauerbrenner der letzten Woche, Applied Materials. Auch hier sehr schön zu sehen, dass die Korrekturen hier immer sehr flach ausfallen
Das sind eben Trades, die ich liebe. Auch hier sehr schön zu sehen, Index kommt zurück, Aktie interessiert das nicht, Aktie bleibt am Hoch stehen, also viel, viel stärker als der Markt. Und wenn ihr solche Werte herausfischt, dann ist es genau, sind es genau diese Werte, die dafür sorgen, dass eure Performance eben nicht 6 oder 8% ist, sondern deutlich höher. Warum? Logischerweise, wenn Aktien immer besser performen als der Index, also die Aktien, die ihr raussucht, weil sie eben trendstark sind, dann profitiert ihr einfach hier nicht nur doppelt, sondern auch dreifach. Wie gesagt, wir haben hier schon häufiger mal über das Thema gesprochen, Index versus Aktienhandel. Schaut euch das Ganze an, dann werdet ihr verstehen, wie wichtig es ist, ein gutes Screening an den Tag zu legen. Also um erfolgreicher Trader zu sein, egal ob mittellangfristig, langfristig oder auch im kurzfristigen Bereich, gibt es einfach ein paar Dinge, die extremst wichtig sind, auf die man achten sollte, angefangen vom richtigen Broker über das gute professionelles Screening, gutes Einstiegs-Setup. Das sind einfach wichtige Dinge, damit man da reinkommt. Und dann, wie verwalte ich die Trades? Gerade insbesondere für die Intraday-Händler ist es extremst wichtig, ein gutes Mindset zu haben, weil da kommt man mit dem, was man sonst auf Tag, Stunde so hier links und rechts liest, nicht unbedingt immer ans Ziel. Und deswegen ist es da besonders wichtig, dann zu schauen, was muss ich denn hier verändern, um hier meinen positiven Ertrag zu bekommen. Aber prinzipiell ist natürlich so, wenn wir Werte haben, die stark nach oben laufen, dann ist es egal, ob ihr auf Tag, Stunde oder auf 5 Minuten handelt, 10 Minuten oder auch Minute, weil logischerweise, wenn es nach oben läuft und ihr hauptsächlich in Trendrichtung mitlauft, werdet ihr natürlich auch die größten Chancen haben, hier gute Trades zu finden. Okay, nächste Aktie, auch hier können wir ganz gut sehen, Aktie befindet sich hier ganz klar im Aufwärtstrend, macht hier eine Korrektur, nachdem es hier am Donnerstag ein Gap gegeben hat von 5%, hat jetzt dieses Gap hier korrigiert, hat es auch fast geschlossen und von hier aus bestehen jetzt wieder doch gute Chancen, dass der Markt sich hier erholt. Also von daher könnte man diese Aktie zum Beispiel mit auf die Watchliste legen und dann einfach mal schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Wie gesagt, man kann sich in den Rücklauf einkaufen, man kann aber auch einfach warten, bis sich hier wieder ein neuer Trend entwickelt. Das müsst ihr einfach mit eurem Mindset oder auch mit eurem Handelsplan einfach mal klarstellen, wie möchtet ihr da rangehen. Und das ist auch eines der wichtigen Dinge, also ein vernünftiger Handelsplan. So die Eckpfeiler dazu haben wir, wie gesagt, beim letzten Mal hier auch besprochen, bei dem Sonderwebinar, was wir gemacht haben mit CapTrader und FXFlat, weil das sind so grundlegende Dinge, die braucht man einfach und dann daraus, wenn man den Handelsplan entwickelt hat, dann darüber hinaus dann einfach schauen, okay, welche Setups nimmt man damit hinein, damit man hier vernünftig in einen Trade hineinkommt. Eine Aktie, die jetzt sehr stark korrigiert, das kann man hier ganz gut sehen. Wir haben hier nämlich ein Gap gehabt. Das wird sicherlich den einen oder anderen hier sehr überrascht haben, dass sowas passiert. Ist nichts Ungewöhnliches im Aktienmarkt, dass es hier Gaps gibt. Ist allerdings für viele Trader auch wieder eine gute Möglichkeit zum Einstieg in einen Trade. Wir haben das auch im deutschen Markt jetzt gesehen, dass wir hier starke Rückgänge in einzelnen Werten gehabt haben. Covestro, Deutsche Bank. Es sind fast immer Nachrichten, die dahinter stehen. Zum Beispiel bei den gerade genannten Werten sind es dann einfach Kapitalerhöhungen, so wie bei der Deutschen Bank, wo dann einfach so ein Kurs dann einfach mal ein Stück zurückkommt. Aber darauf kann man wieder Handelsstrategien aufsetzen. Und das ist ja auch das, was wichtig ist. Man muss nur wissen, wie handelt man dann diese Nachricht? Also das ist ja, ich brauche ein Setup dafür, wie ich solche Nachrichten handeln kann. Und dann kann ich davon im Prinzip profitieren, wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht drin bin. Und wir müssen natürlich immer schauen, dass wir möglichst alle Trades oder alle Aktien aussortieren, wo solche Sachen passieren können, wie diese Gaps, weil das passiert ja fast immer im gleichen Rhythmus, nämlich immer dann, wenn es Zahlen gegeben hat. Und wenn diese Zahlen da sind, dann brauchen wir einfach nur ein Setup, um das Ganze dann für unser Trading zu nutzen. Und dann ist es auch egal, ob ihr Long oder ob ihr Short handeln wollt. Okay. Nächste Aktie, Cisco, auch hier wieder eine Aktie, die, wie man hier sehen kann, auch schon in die Watchliste bei mir geraten ist. Warum? Sie ist sehr, sehr trendstark. Die Aktie hat eine sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung in den letzten Wochen hingelegt. Kann man hier sehr schön sehen, wie die Aktie hier nach oben gelaufen ist. Hat hier wirklich zweimal hier
kurz korrigiert, so, und dann ist hier die Party richtig abgegangen, hat hier eigentlich keine wirkliche Korrektur mehr hingelegt. Und auch jetzt sehen wir, wir haben zwar heute zur Handelseröffnung ein bisschen schwächer eröffnet, kommen jetzt aber auch wieder hoch. Das heißt, hier würde ich mir jetzt wünschen, dass es vielleicht noch ein bisschen Korrektur gibt in der Aktie, aber prinzipiell wird die Aktie jetzt für mich auf die Watchliste mitkommen, weil hier, solange sich das gesamte Marktumfeld nicht grundlegend verändert, wird das sicherlich eine der Werte sein, die auch in den kommenden Wochen sicherlich gut zu handeln sind. Hier auch die nächste Aktie, auch die haben wir zum Beispiel letzte Woche schon im Workshop behandelt, als wir in Lohr waren, auch sehr gut zu handeln auf Stundenbasis, weil hier der Einstieg konnte man wirklich sehr gut hereinkommen. Seitdem hat die Aktie sich hier auch sehr gut entwickelt, schön nach oben gelaufen, korrigiert jetzt im Endeffekt auch wieder auf der Zeitschiene. Das heißt, die Aktien, die ich mit meinem Screener herausfiltere, sind einfach extrem trendstarke Aktien. Und warum wir jetzt hier einfach mehr als diese typischen 10 häufig haben, sondern 20 hier, liegt einfach daran, dass wir einfach ein Marktumfeld haben, in dem sehr viele Aktien, genau wie der Index, natürlich in der Nähe der Jahreshochs sich befindet und somit wirft natürlich auch der Screener deutlich mehr Werte raus. Aber auch hier kann man wirklich wieder super sehen, wie sich dann ein solcher Wert dann einfach im Stundenchart dann umsetzen lässt, wenn man sich das Ganze anschaut hier. Der Markt bricht hier durch, korrigiert, kommt nochmal hier zurück und dann geht die Post hier eigentlich ab. Es geht hier sehr schön nach oben und darum geht es ja im Trading. Wir müssen das Ganze einfach nur für uns nutzen, diese trendstarken Aktien. Und wie gesagt, ich kann das immer nur jedem empfehlen. Schaut euch einfach Aktien an, wenn ihr Aktienhändler seid, die trendstark sind. Wenn ihr mit dem Screening Probleme habt, im April gibt es ein zweitägiges Webinar, Coaching-Modul zum Thema Screening. Mehr Infos dazu findet ihr auch auf meiner Webseite. Ich denke, da ist der Schlüssel des Erfolgs, weil wenn ihr alle Sachen habt, ihr habt ein Setup und ihr dieses und jenes, aber ihr wisst nicht, wie ihr an die richtigen Werte kommt. Das ist doch logisch. Wir haben im Nasdaq 100 Werte, davon sehen natürlich viele super aus. Und wenn wir den S&P nehmen, da haben wir natürlich bestimmt 100, 200 gut aussehende Werte. Und wie filtere ich jetzt die Aktien heraus, die wirklich interessant sind? Und das könnt ihr einfach machen, wenn ihr einen guten Screening-Ansatz habt und den dann vielleicht, egal mit welcher Software ihr arbeitet, ob das jetzt Agena Trader ist oder MetaTrader, spielt am Ende des Tages ja keine Rolle. Und da könnt ihr dann einfach diese Parameter eingeben und dann findet ihr am Ende des Tages dann auch die Werte, die wirklich so dynamisch aussehen, wie die, die ich euch hier vorstelle. Auch hier sehr schön zu sehen, Aktie läuft sehr, sehr stark. Auch die Korrekturen sind hier, ja, ich sag mal, mehr auf der zeitlichen Ebene als in der preislichen Ebene. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt die Vergleiche mit den Aktien, die wir davor hatten, würde ich persönlich wieder sagen, ja, hier ist alles in Ordnung. Jedoch, die Korrektur ist mir für mich persönlich hier auf der zeitlichen Ebene schon fast wieder zu lang und deswegen würde ich sagen, ist es für mich nur so die zweitbeste Aktie und ich kann natürlich sagen, ja, ist trotzdem alles in Ordnung, ich packe die schon in meine Watchliste rein, da macht man auch gar nichts verkehrt, man macht auch nichts verkehrt, wenn man die Aktie handelt oder auch schon im Depot hat, aber sie ist eben nicht so trendstark wie die anderen Aktien, so wie ich sie gerne handeln möchte und deswegen möchte ich sie jetzt hier auch nicht mit in die Watchlist packen. Die hatten wir schon gehabt. So, dann haben wir hier Micron Technology, auch nach markttechnischen Gesichtspunkten natürlich in einem Aufwärtstrend, sonst wird der Screener sie nicht finden. Nichtsdestotrotz, auch hier fehlt mir jetzt eigentlich genau das Gegenteil. Also wir haben hier am Freitag ein neues Hoch gemacht und korrigieren jetzt seitwärts. Ich bräuchte hier jetzt einfach noch so ein, zwei Tage Korrektur auf der zeitlichen Schiene, um hier in den Aktie einzusteigen. Aber das kann ja in den nächsten zwei Tagen passieren und deswegen setze ich sie gerne auf meine Watchliste. Ich hoffe, ihr versteht so das Vorgehen hier, wie ich das mache. Ansonsten, ihr habt ja immer die Auswahl der Werte, weil ich die ja hier vorselektiere, welche ganz gut aussehen. Ich habe heute im Vorfeld auch nochmal nach Devisen geguckt. Also ganz viele tolle Devisenpaare gibt es momentan für den Tagstundenhandel nicht. Intraday sieht es ja immer ein bisschen anders aus. Da gibt es ja schon das ein oder andere. Allerdings, die meisten werden es wissen, Intraday ist Devisenhandel auch nicht unbedingt sehr einfach. Das heißt also, da muss man schon genau wissen, was man tut. Das ist hier in dem Bereich Aktienhandel natürlich viel, viel einfacher. Ja, auch hier haben wir ein neues Hoch gemacht, korrigieren im Endeffekt jetzt seitwärts, sehen hier die ganze Zeit, die letzten drei Tage nur in Kerzen, das ist so der Bereich, wenn man innerhalb der
ja, dieser Kerze sich befindet, also innerhalb der Außenkerze. Das ist eine schöne trendbestätigende Korrektur, nachdem wir hier neue Hochs gemacht haben. Man kann man hier ja so ein bisschen hier rüberziehen, da sehen wir, wir haben hier ein neues Hoch gemacht, der Markt korrigiert und wir haben jetzt gute Chancen, wenn der Markt hier so stabil bleibt, dann von hier aus wieder nach oben zu laufen. Und deswegen würde ich sie dann auch eher in meine Top-Watchlist packen. Auch bei Seagate sieht es nicht anders aus. Auch hier natürlich unter markttechnischen Gesichtspunkten ein starker Lauf. Auch hier nochmal ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn wir Gaps haben. Gaps sind wirklich sehr, sehr spannend und man kann diese wirklich in Perfektion handeln. Wir haben, wie gesagt, letzte Woche auch schon das eine oder andere Mal mit dem einen oder anderen darüber gesprochen. Es gehört eines mit zu meiner Lieblings-Setups, die ich nutze und immer mehr Kunden von mir nutzen diese Setups zwischenzeitlich auch besonders gerne, wenn Gaps entstanden sind, weil wir hier einfach sehr viel Dynamik sehen. Hier ist die Aktie nach dem Gap von 42 bis 50 fast raufgelaufen. Das heißt, wir haben hier wieder eine Performance, die über 15% ist und das, ich sag mal, ja, in wenigen Tagen. Also das ist wirklich eine super Rally, die der Markt hier hingelegt hat, wenn wir uns das anschauen. Und das sind schon über 15% und das ist einfach viel Holz. Und wie gesagt, der Index selber macht einfach nur 6 bis 8%. Und wenn wir das mal gegenüberstellen, dass wir jetzt das in nicht mal 8 Wochen gemacht haben, eine Performance, die doppelt so hoch ist, dann könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viel Performance man erreichen kann, wenn man konsequent sich an einen guten Handelsplan hält, an ein gutes Setup hält und dann das wirklich einfach Woche für Woche umsetzt. Zumindest so lange wir eine solche Marktphase haben wie momentan, in denen die Märkte einfach konsequent nach oben tendieren. Ja, auch hier ein Wert, den wir beim letzten Mal vorgestellt haben. Das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass nicht jeder Wert explodiert. Also hier kann man ganz gut sehen, wir sind zwar hier jetzt mit dem Wert 3% im Plus oder 4%, sind aber jetzt nicht so wirklich viel besser gewesen als der Index. Also nicht jeder Wert explodiert, aber wir haben jetzt vorher schon über 10 Werte gesehen, die alle durch die Bank sehr stark waren. Und natürlich gehört auch mal dazu, dass mal ein Wert dabei ist, der vielleicht nicht so stark ist. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir uns das anschauen von 10 Werten, einer, der jetzt mal nicht so stark war, ist das schon für mich in Ordnung. Die Frage ist jetzt nur, was passiert jetzt in den kommenden Tagen? Und dadurch, dass wir in den letzten Tagen nicht so eine starke Dynamik hier gesehen haben, also das heißt, von Anfang Februar haben wir jetzt zwar gesehen, der Markt ist hier ein bisschen raufgekommen, hat dann aber eigentlich mehr seitwärts tendiert, während in dem großen Indizes es einfach immer weiter nach oben ging, ist es für mich jetzt nicht so ein Wert, wo ich sage, das ist so super spannend und deswegen würde ich ihn auch nicht auf meine B-Liste legen, sondern würde einfach sagen, okay, da gibt es bessere Werte und die vielleicht hier wesentlich spannender sind. eBay, ja, eigentlich sehr schön gelaufen, jetzt allerdings auch schon ein bisschen länger in der Korrektur, läuft hier seitwärts, also würde ich persönlich nicht aufnehmen, die Aktie, deswegen denke ich, gehen wir gleich sofort zum nächsten Wert, Facebook. Facebook, sehr stark in den letzten Wochen, wir sehen hier seit Jahresanfang ist die Aktie wirklich sehr stark gelaufen, 20% Performance hat die Aktie hinlegen können, nachdem wir hier unten ein Dreifach-Tief gehabt haben, also auch auf solche Dinge, das sind alles Kleinigkeiten, auf die man natürlich achten muss als Trader, wo solche Sachen vorkommen und wie man das Ganze nutzen kann für sich. Das muss man sich einfach anschauen und dann kann man da seine Rückschlüsse draus ziehen, wie man das Ganze ins Trading umsetzen kann. Das ist halt ein, ja, ich sage einfach mal doch muss man sich vorstellen, wie ein großes Puzzle, das Trading. Wir haben hier einige Unbekannte, weil wir eben nie wissen, was jetzt im Endeffekt so genau passiert, aber nichtsdestotrotz, je mehr Teile wir haben, desto besser können wir das Bild vervollständigen und dann auch gute Trades heraussuchen. Dass wir hier unten immer das absolute Tief fischen, das ist eher unwahrscheinlich, ist auch gar nicht der Sinn des Tradings, also nicht meiner Philosophie im Trading, dass ich versuche, das absolute Tief zu fischen oder das absolute Hoch herauszunehmen. Mir persönlich reicht es eigentlich, wenn ich ja so dieses Stück dazwischen halt bekomme, wenn ich diese typischen 10% bekomme, die dazwischen sitzen. Das ist immer das, was mich interessiert. Und ab und zu bekommt man dann eben solche Wanna, wie wir sie eben ja jetzt mehrfach auch schon besprochen haben, Bank of America, Deutsche Bank oder eben auch Adidas, wo man eben 10, 30, 50, 60% Performance dann machen kann. Aber der Großteil der Trades, und da muss man sich auch drüber im Klaren sein, das sage ich auch immer wieder, sind eben nicht diese Wanna, die gehören dazu, die hat man so einmal im Monat oder manchmal auch vielleicht nur alle 2 Monate, je nachdem, was man jetzt so als Wanna für sich selber bezeichnet. Das meiste ist im Endeffekt so dieses Butter-und-Brot-Geschäft. Also man macht
100 Euro Gewinn, man macht 50 Euro Verlust, man macht 70 Euro Gewinn, man macht 40 Euro Verlust. Also immer so diese kleinen Dinge, dann hat man mal vielleicht statt 50 Euro Verlust dann mal 60, weil ein Gap gekommen ist, oder 70. Aber im Endeffekt, man sieht immer zu, dass man durchschnittlich eben mehr Gewinne hat, die auch größer sind. Das ist so das normale Geschäft und das Konto steigt langsam an. Und dann kommen eben diese Extremen, wo man mal wieder so ein One-Hour hat. Wir haben das ja auch im Oktober bei mir gesehen, bis zum 20., ich glaube sogar 24. Oktober war es gewesen, habe ich im Oktober fast keine Gewinne gehabt. Es war alles nur Kleinzeugs gewesen und dann plötzlich waren es 2, 3 Trades, die dafür gesorgt haben, dass der Oktober einer der stärksten Monate des Jahres, letzten Jahres war. Man braucht wirklich nur manchmal wenige Tage, im Prinzip einen guten Trade, der dann alles herausreißt. Auch hier sehr schön zu sehen, wie stark die Aktie ist. Auch hier nochmal ein wichtiger Punkt. Also die Aktie korrigiert hier sehr schön auf der zeitlichen Schiene. Und ich möchte auch nochmal ansprechen, macht euch keine Gedanken, wenn Aktien teuer sind. Also wenn ihr jetzt nur ein 500-Euro-Konto hättet, dann ist natürlich blöd, hier so eine Aktie zu handeln, wenn die teurer ist. Aber im Großen und Ganzen spielt es keine Rolle, wenn ihr ein Konto von 5.000, 10.000 Dollar habt, ob eine Aktie jetzt 7 Dollar kostet, 70 Dollar oder 700, weil prozentual sind die Bewegungen halt gleich und das kann man hier wirklich sehr schön sehen. Auch hier hat die Aktie einfach 10% in den letzten Wochen gemacht, was viel mehr ist als der Vergleichsindex. Die Aktie korrigiert sehr schön seitwärts und deswegen lege ich sie auch bei mir mit auf die Watchliste. Ich denke, wir schauen uns vielleicht noch ein, zwei Werte an, damit wir gleich noch 10 Minuten für die Fragebereich von euch haben. Möchte die Zeit dann auch gerne nutzen, falls ihr noch Fragen habt. Die Aktie möchte ich auf nicht handeln momentan. Warum? Wir sehen hier doch die Korrektur. Das sind zwar auch nur im Endeffekt 2, 3 Perioden. Was mir hier nicht gefällt, ist, dass die Aktie eigentlich immer stark aufmacht und jetzt hier doch stark zurückkommt. Wir sehen hier einen Rücklauf, das sieht nicht nach viel aus, ist es aber am Ende des Tages dann doch. Wenn wir mal schauen, vom Hoch jetzt bis hierhin hat die Aktie rund 6% verloren und das ist einfach etwas, wo ich sage, wow, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, so einen Wert, der jetzt so stark korrigiert, während der Vergleichsindex hier nur 1 oder 2% verloren hat. Also ihr seht, beim Screening lege ich wirklich sehr enge Maßstäbe an und je besser ihr die Maßstäbe anlegt, je genauer ihr dort vorgeht, desto größer werden eure Gewinne sein. Denn immer wenn ihr anfangt, euch mit Mittelmäßigkeit abzufinden, dann werdet ihr natürlich auch im Ergebnis nur mittelmäßig herauskommen. Und wenn ihr sagt, ihr liebt die starken Aktien, ihr liebt das Geld, also diese Bewegung, die da auch hintersteht, diese Dynamik, die dahinter steht, dann wird es so sein, dann wird auch das Geld dann zu euch kommen. Aber das ist Voraussetzung dafür, dass ihr wirklich auch dann auf starke Werte geht, diese Dynamik auch liebt. Es ist ja nichts dagegen zu sagen, wenn man Aktien nimmt, die so ich sag mal, so zweite Kategorie sind, die in dem Jahr trotzdem 15, 20%, man hat dann immer noch mehr gemacht als der Index. Aber wenn ihr diese starken Werte raussucht, habt ihr halt einfach die größten Chancen. Ja, hier auch sehr schön zu sehen, die Aktie sehr, sehr stark, auch jetzt hier in der Korrektur, was mir wirklich immer sehr gut gefällt, also Seitwärtskorrektur, hier dann das schöne Gap, was wir hatten, perfekt im Prinzip aus der Korrektur herausgelaufen und das sind einfach Trades, die ich liebe, dann hier aus so einer Korrektur heraus solche Trades zu machen, weil das macht wirklich Spaß, wenn man so sieht, man kann sich hier irgendwo bei, ob jetzt 40 oder 41 einstoppen und dann läuft die Aktie einfach auf ein neues Hoch, wir können die Stops fix nachziehen, das sind eigentlich genau die Trades, die ich suche. So, dann schauen wir uns einfach noch den letzten Wert an. Hier die Aktie würde ich nicht handeln wollen, kann ich auch gleich sagen, brauchen wir uns gar nicht lange mit beschäftigen. Wir haben hier ein Doppelhoch gemacht und die Aktie hatte ich auch die Tiefs rausgenommen und deswegen würde ich jetzt sagen, gucken wir uns dann den letzten Wert an. Ja, und sind wir bei Priceline eingekommen und dann sieht es weltgleich ganz anders aus. Hier die Aktie würde ich zum Beispiel wieder sofort mit auf die Watchliste nehmen, weil Aktie sehr trendstark ist, korrigiert jetzt seitwärts und ja, nehme ich einfach mit drauf, spannender Wert. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie so mein Screening abläuft und das habe ich, wie gesagt, früher in die letzten 15 Jahre Woche für Woche jeden Montag gemacht und dann wirklich alle 100 Werte aus dem Nasdaq mir angeschaut, dann die 500 Werte aus dem S&P dazu zusätzlich die Aktien aus dem DAX, ein paar MDAX-Werte, aber im Endeffekt war es das dann. Und dann gehen natürlich viele Stunden bei drauf und man sieht schon, man kann schon viel Zeit sparen, wenn man einen Screening-Plan hat, dass man wirklich nur noch die Werte anschaut, die wirklich extremst gut sind. Und ein
Viele davon haben wir jetzt gesehen, so dass ihr in den nächsten Tagen mal einen groben Überblick dessen habt, was sich hier im Markt vielleicht abspielen könnte. Ich werde versuchen, hier den einen oder anderen Trade dann auch zu machen und dass ich ihn dann auch entweder im Wochenausblick oder eben dann beim großen Marktausblick hier auch vorstellen kann. Ich habe noch einen Trade für euch mitgebracht, den habe ich allerdings intraday gemacht, denn ich war jetzt 10 Tage beruflich unterwegs gewesen. Ihr werdet sicherlich mitbekommen haben, oder der eine oder andere, ich war erst 5 Tage oder 6 Tage im Trader Hotel in Lohr, da haben wir uns mit dem Handel Tag-Stunde beschäftigt. Anschließend war ich jetzt 4 Tage in Köln gewesen. Und deswegen war ich nur, hatte ich nur den Donnerstag als freien Handelstag und möchte euch hier einen Trade zeigen auf der Short-Seite für alle, die vielleicht auf Minutenbasis traden, wie da vielleicht mal einfach mal zu schauen, wie da mein Vorgehen ist. Auch hier können wir ganz gut sehen, es hat hier ein Gap gegeben und nach dem Gap gab es hier dann so eine Abwärtsbewegung. Der Markt hat hier im Endeffekt dreimal hier die Tiefs getestet und als der Markt dann durchgebrochen ist, habe ich mich dann entschlossen, hier einen Trade aufzumachen am Tief. Wie ist das Ganze dann weitergegangen? Da sehen wir gleich das nächste Bild. Und hier unten, wie gesagt, bin ich short gekommen am Tief und konnte dann den Stop auch sehr schön nachziehen. Einmal hierhin, man sieht es hier anhand der lilanen Linie und bin dann hier ausgeschoben. Mein Kursziel ist nicht erreicht worden, um das auch gleich vorwegzunehmen. Ich wollte hier auch extra mal nicht nur Trades vorstellen, die besonders stark gelaufen sind, weil da neigen wir Trainer und Coaches natürlich immer gerne zu, immer nur die besten Trades, die wir haben, zu zeigen. Aber das ist halt dieses typische Butter- und Brot-Geschäft. Man geht hier in so einen Trade hinein, beispielsweise mit 100 Euro Risiko und dann gehört es auch mal dazu, dass man solche Trades halt beendet und dann macht man eben nicht 200 Euro, wie man wollte, sondern wie in diesem Falle dann halt einfach auch nur 80 Dollar oder so. Also nicht mal ein R, aber das ist halt ganz normales Geschäft, das gehört für uns Trader eben mit dazu und deswegen wollte ich euch auch mal so einen Trade vorstellen, damit ihr einfach mal seht, dass es nicht alles nur Runner sind, die wir machen, auch wenn wir das hauptberuflich und seit vielen, vielen Jahren machen. Ich habe jetzt zwischenzeitlich 50.000 Trades gemacht, davon den größten Teil im deutschen Markt, ungefähr 20.000, 22.000 im amerikanischen Markt und sowohl intraday als auch Minute, 5 Minuten und in den letzten 2, 3 Jahren auch verstärkt auf Stunde und Tag. Aber wie gesagt, das meiste ist einfach so ganz normaler Arbeitsalltag. Also viele glauben immer, Trading ist so dieses super spannende und im Endeffekt ist es Alltagsgeschäft. Also auch wenn man Daytrading betreibt, wir machen ja im April eine Woche Theorie- und Praxis-Workshops, samstags, sonntags Theorie und ab montags, nachmittags dann gehen wir live in die Märkte hinein. Jeder handelt, jeder stellt seine Trades vor. Im November haben wir das auch schon mal gemacht, waren wirklich super 5 Tage. Ich glaube, über 80-90% der Teilnehmer haben wirklich recht starke Gewinne gehabt, bis zum Teil 7-8% und oder R. Wir rechnen ja immer in R häufig. Also der Punkt ist einfach der, man muss sich einfach entscheiden, was bin ich für ein Typ? Bin ich eher der Händler, der Tag-Stunde handelt oder bin ich eher der Händler, der Intraday handelt? Das könnt ihr ja ausprobieren. Ihr könnt es im Demo ausprobieren, ihr könnt es mit Echtgeld, mit kleinem Risiko ausprobieren. Was für Händler seid ihr? Und wenn ihr merkt, okay, daran habe ich einfach mehr Spaß. Also viele haben deswegen Spaß, Intraday zu handeln, weil es A, mehr Bewegung ist und B, weil man abends die Position flat hat. So, und das macht ja auch durchaus Sinn, weil dann haben wir nichts mit diesen typischen Gaps zu tun, in diesem ganzen Kram, der da dran hängt, aber man muss der entsprechende Typ dafür sein. Und wenn man das ist, dann ist das eine super Geschichte. Ich habe das ja über 10 Jahre lang nur Daytrading betrieben, nur auf Minutenbasis getradet und das macht auch viel, viel Spaß. Aber man muss wissen, nicht jeder Trader ist so ausgelegt von seinen von seiner Einstellung her, von seiner Mentalität. Ja, und diese Händler sollten dann noch besser auf Stundenbasis handeln, weil auch hier haben wir einfach große Vorteile, nämlich dass wir Trends dann sehr, sehr lange handeln können. Okay, und dann würde ich vorschlagen, schauen wir einfach mal, was gibt es noch so an Fragen von euch. So, da haben wir hier die Frage von, wollen wir gerade hier oben gucken. Gibt es eine Aufzeichnung? Mario? Ja, kann ich sehen, habe ich mir gerade aufgemacht auf einem anderen Schirm. Jetzt fragt, gibt es eine Aufzeichnung von den IB-Days? Ja, gibt es. Ich denke, ich weiß noch nicht so ganz genau, wie das ist mit dem Online-Stellen, weil das ja von FX Flat und CapTrader veranstaltet wird. Also mein Vortrag, ich denke, der wird auf jeden Fall sicherlich bei FX Flat online gestellt werden. In der Regel wird das auch aufgezeichnet, ne? Und dann bei denen auch auf der Webseite hochgeladen.
Genau, und dann würden wir das, wenn es da ist, sowohl bei FXNet CapTrader, aber auch bei mir dann in der Videothek aufgezeichnet sein. Kalle fragt, ob ich Fibos anlege für den Ein- und Ausstieg. Nein, kann ich einfach beantworten. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht glaube, dass das mit Fibonacci funktioniert. Ich glaube sogar, dass, glaube ich, so ganz, ganz viele Sachen im Markt funktionieren. Ich habe das auch schon oft an dieser Stelle gesagt. Markttechnik ist eine Art des Tradings, es ist eine Philosophie, dass man davon ausgeht, dass Trends länger anhalten, als dass sie sich umkehren. Das ist im Endeffekt die alte Dow-Theorie. Und neuer Name, ein bisschen neu eingekleidet, aber im Endeffekt beruht das alles auf diesen Grundsätzen. Und das Einzige, was man machen muss, man muss daraus seinen eigenen Handelsstil entwickeln. Und zwischen Theorie und Praxis gibt es halt doch große Unterschiede. Und deswegen nenne ich meine Seminare dann auch immer Markttechnik erfolgreich in der Praxis handeln, weil es eben diese Unterschiede gibt. Hans fragt, gibt es bei Adidas aktuell einen Stop? Nein, gibt es nicht, Hans. Das ist nämlich ein zeitlicher Stop und der wird einfach immer nur Stück für Stück weitergeschoben. Und ich lasse das Ding einfach laufen, solange Adidas in einem sauberen Aufwärtstrend ist. Und das kann man ja auch sehen, wieso das so ist oder warum ich da so dran festhalte an der Aktie, weil sonst wäre man da schon lange raus gewesen. Wir sehen, seit ich in der Aktie drin bin, die läuft im Endeffekt kontinuierlich nur nach oben. Wir haben jetzt, wie gesagt, Stand jetzt, ich bin da jetzt seit 14 Monaten drin, über 80%. Wir haben Ende letzter Woche ein neues Jahreshoch gemacht. Und warum sollte ich mich da einfach rausstoppen lassen? Also mehr Performance schafft kaum ein Daytrader. Ja, also es gibt sicherlich Daytrader, die machen mehr als 80% Performance, aber das hier ist ohne Hebel. Also das muss man einfach immer wieder auf dem Schirm haben, dass sowas ohne Hebel passiert. Und dieser Wert, den haben alle im Depot, die im letzten Jahr mit mir zusammen das Coaching-Modul Handelsstrategien gemacht haben. Das mache ich alle 3 Monate und die Aktie ist immer noch im Depot. Also das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr solche Werte finden könnt, dann schaut euch einfach mal bei mir auf der Website um, weil das sind einfach Sachen, da braucht ihr nicht viel Trade. Das ist ein zeitlicher Aufwand von vielleicht 1 Stunde, nicht am Tag, sondern maximal in der Woche oder im Monat und dann findet ihr solche Werte und könnt ganz bequem traden. Und eben mit zeitlichem Stopp, kein Preisstopp. So, Markus fragt, handeln Sie auch YL aus Ihrem Screener? YL ist, was soll das sein? Muss ich jetzt selber gucken, weil ich bin da gar nicht so mit den Abkürzungen. Ich weiß nicht, was... das sind Jahrestiefs, okay. Jahreslows. Ja, handle ich auch, aber nur, wenn wir entsprechende Trends nach unten haben. Und jetzt ist der Markt aber eher am an den Jahreshochs, Allzeithochs und dann handle ich natürlich long. Wie findest du denn Amazon? Uff, gute Frage. AMZ ist es, glaube ich, das Kürzel. Ne? Müsste ich mal gerade eingeben. Haben wir heute mal nicht auf dem Plan gehabt. Amazon. Machen wir mal gerade hier auf. So, ja, hat auch ein neues Jahreshoch gemacht, korrigiert jetzt. Also ich würde jetzt nicht versuchen, einen Einstieg hier zu finden. Dafür finde ich die Aktie jetzt nicht spannend genug. Aber prinzipiell, wenn du drinne bist in der Aktie, FK, machst du ja nichts, erstmal nichts verkehrt. Ne? Also die ist ja in einem sauberen Aufwärtstrend. Stop müsste irgendwo bei 800 liegen. Und da sind wir ja noch 5% von entfernt. Also wenn man drinne ist, kein Stress. Und wenn man einsteigen möchte, glaube ich, gibt es bessere Aktien momentan. Aber das ist ja alles subjektiv, ist ja nur meine bescheidene Meinung. So, nächste Frage. Metin fragt, mir ist aufgefallen, dass Sie beim Screening die übergeordnete Zeiteinheit nicht berücksichtigen. Ist das nicht wichtig? Ich würde gerne Aktien im Stundenchart handeln, müsste dann dafür den Tageschart berücksichtigen. Doch, ich berücksichtige immer den übergeordneten Trend. Nur wenn ich jetzt screene, ich suche im Endeffekt jetzt hier Aktien, die im Tageschart super aussehen und die möchte ich dann auf der Stunde handeln. Also es ist genauso, dass ich jetzt nicht, wenn ich den Tag mir anschaue, dann möchte ich nicht unbedingt auf Tagesbasis handeln, sondern ich versuche immer in der Stunde in den Trade hineinzukommen. Also da bin ich vollkommen bei Ihnen, bei dir. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das miteinander kombiniert. Wenn man das nicht macht, dann kriegt man sehr schnell ein Problem im Trading, wenn man markttechnisch handelt. Was haben wir noch? Jetzt mal gerade hier runterscrollen.
Hans fragt, handelst du im deutschen Markt nur DAX oder auch mal MDAX oder TecDAX? Ich würde sagen, ich handle zu 90% DAX und ein paar Werte aus dem MDAX, ganz selten TecDAX, also TecDAX eigentlich nur für meine Jahresendrally-Strategie, die auch im letzten Jahr wieder allein in 5 Tagen, glaube ich, über 8% Performance gebracht hat. Also da handle ich auch schon mal TecDAX und MDAX, aber im Großen und Ganzen hauptsächlich DAX-Werte. Jonas fragt, im Aktienhandel als einfacher als Forex, kann man mit 5.000 auch Aktien handeln? Ja, kann man, Jonas. Es gibt Hoffnung. Wir haben im letzten Jahr kleines Konto Großtraden gemacht mit Aktien, nur Handel, Tag, Stunde und 5.000 Euro Einzahlung. Es gibt dazu zum einen ein kostenfreies Video, das findest du bei mir auf der Webseite oder auch bei YouTube, kleines Konto Großtraden. Und über 100.000 Klicks zwischenzeitlich, ich habe es noch gar nicht auf meiner Website geschrieben, also muss man sich vorstellen, 100.000 Klicks für ein Aktienvideo finde ich total stark. Also vielen Dank für alle, die sich das Video angeschaut haben und auch so positiv bewertet haben. Aber es gibt auch eine Webinarreihe dazu, wo wir live gehandelt haben über 4,5 Monate und auch mit einem 5.000-Euro-Konto. Und wenn du da Interesse hast, mehr Infos findest du auf meiner Webseite dazu, gibt es eine DVD zu dem Thema. Vielleicht so. ganz kurzer ja? Hinweis hier, dass man das Regelwerk Pattern Day Trading berücksichtigt, also Intraday-Handel entsprechend unter 25.000. Wenn man das dann entsprechend machen möchte, dann empfiehlt es hier mit CFDs zu handeln. Genau, ein guter Hinweis, dass man, wenn man ein kleineres Konto gerade für den US-Markt nutzt, dann sollte man eher Aktien-CFDs handeln, genau. Sehr gut, im deutschen Markt spielt es ja keine Rolle, zumindest noch nicht. Was haben wir noch? Welches Verhältnis Bewegung, Korrektur sollte man bevorzugen, fragt Christoph. Das ist natürlich auch wieder, hängt am Endeffekt an deinem Handelsplan. Also es gibt Trader, die mögen sehr große Korrekturen. Ich bin ein Freund von sehr kleinen Korrekturen, je kleiner, desto besser. So, also ich mache das auch nicht prozentual fest, ich mache das nur mit dem Auge, weil ich mache dieses grobe Selektieren des Screenings so hier mit meinem Screener, der ja auch verfügbar ist, wenn ihr den haben möchtet. Und das Handscreening ist dann im Endeffekt so wie hier, da brauche ich da noch eine halbe Stunde einmal die Woche für und dann ist der Fisch gegessen. Und das kriegt man mit dem Auge sehr gut hin. Aber je kleiner, desto besser. Also ich habe es nicht prozentual. Sebastian, hallo Sebastian, könntest du was zur Deutschen Bank sagen? Ja, Deutsche Bank, Kapitalerhöhung, DBK, machen wir gerade auf, Deutschland, so, da können wir ganz gut sehen, da haben wir hier ein Gap gesehen und die Aktie kommt auch ein bisschen herunter, auch das nichts Ungewöhnliches, dann ist, weil logisch, wenn eine Aktiengesellschaft eine Kapitalerhöhung durchführt oder sonstige Dinge macht, dann geht der Kurs natürlich erstmal zurück, logischerweise, weil es kann ja nicht anders sein, weil wenn Aktien günstiger angeboten werden, dann ist es natürlich so, dass die Leute sagen, ja, warum soll ich denn am Kapitalmarkt 20 bezahlen, wenn ich sie auch für weniger bekommen kann. In der Regel erholen sich anschließend die Werte wieder. Das haben wir auch bei Covestro gesehen. Auch eine Aktie, die ich zum Beispiel jetzt A im Depot hatte und B auch dazu gekauft habe. Da ging es auch hier bergab, weil einfach zusätzliche Aktien vom Bayer in den Markt gebracht werden. Aber wir sehen auch hier anschließend wieder eine Erholung. Der Unterschied zur Deutschen Bank ist einfach, die Deutsche Bank leidet eigentlich immer ein bisschen mehr unter diesen Kapitalerhöhung, das war auch in der Vergangenheit immer so, weil das Geschäftsmodell der Deutschen Bank natürlich bei weitem nicht so gut ist wie das von Covestro zum Beispiel. Ich denke, wir das mal zu dem, was wir jetzt hier haben, dass wir noch 2, 3 Fragen vielleicht beantworten können. Mehr besprechen wir dann am besten morgen früh im Coaching. Jens, was hältst du von Faktorzertifikaten für den günstigen Indexhandel? Kann ich eigentlich nichts zu sagen, weil ich mich mit Zertifikaten eigentlich ganz, ganz wenig beschäftige. Also ich benutze Zertifikate eigentlich immer nur dann, wenn ich zum Beispiel für eine Strategie, die ich verwende, das ist so eine Strategie, wo ich über viele Jahre in einem bestimmten Markt bleiben möchte. Und wenn es für dieses Land keinen guten Fonds gibt,
wo ich aber die Möglichkeit habe, auf den Index einen ETF zu bekommen, dann nehme ich halt diesen ETF, aber sonst mit Zertifikaten kann ich nicht viel zu sagen. Müsstest du ja selber im Netz mal schauen oder jemanden suchen, der sich damit besser auskennt, aber das ist nicht mein Angehen. Also ich gehe mal in die Aktie direkt rein oder mit Aktien-CFDs und das rate ich auch meinen Kunden, das so über diesen Weg zu machen. Und wenn du aber gerne mit Zertifikaten handelst, dann muss man sich schon gut mit auskennen, weil das sind so viele versteckte Kosten drin, muss man mal ein bisschen aufpassen. Wenn der Markt nach unten dreht, suchen Sie dann die extrem schwachen Aktien zum Shorten. Ja, das macht durchaus Sinn. Ne? Weil ich meine, warum sollen wir die stärksten Aktien shorten? Das wäre ja genauso, als wenn wir in aufstrebenden Märkten nach den schwächsten Aktien suchen, um long zu gehen. Also klar, dann suche ich die schwachen Aktien. Hans, wäre die Deutsche Bank für dich aktuell ein Short-Kandidat? Nein, ist ja ein Long. Ist ja, die Aktie ist ja in einem Aufwärtstrend, beziehungsweise ist ja long gerichtet. Also ich meine, klar, die ist jetzt schwach, aber das ist ja nur aufgrund der Kapitalerhöhung. Und deswegen würde ich hier auch nichts machen wollen. So, jetzt denke ich, nehmen wir die letzten drei Fragen vielleicht, damit wir zum Ende kommen. Wann würdest du bei Adidas aussteigen? Pff, weiß ich nicht. Also im Moment sehe ich keinen Grund. Also die müsste schon erstmal richtig fallen, also mehr als 10%, bevor ich mir überhaupt Gedanken darüber machen würde. Wie gesagt, ich habe keinen festen Stopp gemacht. Das ist ein Zeitstopp und mehr ist es einfach nicht und mehr darf ich und kann ich auch an dieser Stelle nicht dazu sagen, Hans, weil es eine Strategie auch ist aus dem Bereich Coaching, Handelsstrategien, aber es ist nur ein Zeitstopp, es ist kein preislicher Stopp. Bund Future, denke ich, kommen wir aufs nächste Mal mal drauf. Was haben wir noch, Marc? Was hältst du von dem Wert Cognex? Wäre das ein Wert für deine Watchlist? Kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht, habe ich gar nicht auf dem Plan. Müssen wir beim nächsten Mal besprechen, weil wie gesagt, ich habe gleich auch noch wieder ein Coaching um 7:15. Deswegen muss ich jetzt hier sehen, dass wir hier zum Ende kommen. Wo bekommen wir den Screener, fragt Klaus-Dieter. Schau einfach mal auf meiner Webseite. Du kannst den, wenn du einen Agena-Trader hast, kannst du den komplett so bekommen mit allen Einstellungen. Haben wir eine DVD unten auch ein Handout zu, machen auch ein Webinar dazu. Findest du auf meiner Webseite. Und wenn du jetzt nicht den Agena Trader hast, dann gibt es im April einen zweitägigen Workshop, der unabhängig vom Agena Trader ist. Da ist es egal, ob ihr eine TWS habt, MetaTrader, wie auch immer. Da kriegt ihr dann auch die ganzen Sachen, werden wir uns zwei Tage mit beschäftigen. Zwei Abende ist es, jeweils 3 Stunden zu dem Thema. Alle Infos dazu auf meiner Website. Okay, bin leider zu spät gekommen. Wann und wo finde ich eine Aufzeichnung? Morgen, übermorgen? Ach, Nelson hat es schon reingestellt. Dann entweder bei FX Flat oder dann, sobald es online ist, auch bei mir in der Videothek. Und letzte Frage von Michael. Wann kommt dein Buch raus? Es ist soweit, dass das Buch soweit geschrieben ist. Es geht jetzt ins Lektorat und dann schätze ich im Herbst, spätestens zur WOT, wird es draußen sein, Michael. Okay, ich denke, wir haben es dann soweit. Wenn Marc, wenn du noch Connex mir das Kürzel reinschreibst, dann gucke ich da noch gerade nach. Ansonsten wäre es das von meiner Seite gewesen. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt wieder einiges für euren Handel mitnehmen können. Und wie gesagt, wir haben die wichtigsten Termine, sind sicherlich jetzt am Donnerstag die IB Days und dann Mitte April ist dann der 5. Theorie- und Praxis-Workshop von mir. Sind schon sehr viele Plätze, sind schon, glaube ich, 8 belegt. Also es gibt noch 4 freie Plätze, wenn ihr Lust habt. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr euch für das Thema Intraday-Handel interessiert. Und damit gebe ich wieder zurück an Nelson. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ja, vielen Dank, Mario. Ich wundere mich, dass keine Frage zu Snapchat gekommen ist, aber können wir vielleicht nächstes Mal besprechen. Ich bedanke mich sehr bei dir, dass du, obwohl du gesundheitlich nicht topfit bist, heute mit uns das Webinar gehalten hast. Vielen Dank dafür, wissen wir sehr zu schätzen. Und ich bedanke mich natürlich auch bei den Teilnehmern für die Fragen, für die Teilnahme und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Denke, wir sehen uns oder hören uns auch nächstes Mal wieder hier am ersten Montag im Monat, im April. Und bis dahin, passen Sie auf Ihre Position auf. Viel Erfolg und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.